Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, heute mal ein sehr, sehr ernstes Thema. Ihr habt schon am Titel gesehen und keine erfreuliche Sache, aber wir müssen unbedingt mal drüber sprechen. Ich bin hier gerade auch auf einem Berg und hier bin ich öfters mal, wenn ich einfach über ein paar Sachen nachdenke und ich dachte, für die Thematik ist das gar nicht mal so schlecht. Deshalb, Leute, was ist eigentlich los? Denn wir kennen YouTube und ich muss sagen, ich kenne YouTube jetzt schon seitdem ich circa 10 Jahre alt bin oder so. Ich habe YouTube schon vor 2012 angefangen, ich glaube 2010 oder so oder 2009. Also ich war richtig jung, als ich YouTube schon kennengelernt habe. Und YouTube begleitet mich jetzt quasi schon durch mein ganzes Leben. Und es ist einfach eine coole Plattform, wo jeder das machen kann, was er möchte. Ob mit Handy, ob mit einer richtigen Kamera, ob mit dem Taschenrechner. Jeder kann Videos hochladen. Und das ist auch cool so, weil jeder das machen kann, was er möchte. Und momentan gibt es ein paar Probleme. Dieses Problem kann meinen Kanal einschränken, kann auch den Kanal von allen anderen einschränken. Denn dieses Problem nennt sich Artikel 13, Leute. Und für die Leute, die Artikel 13 jetzt nicht so kennen, Artikel 13 ist, wie soll ich es beschreiben? Mal angenommen, ich würde jetzt auf YouTube einen Film hochladen. Ist natürlich nicht erlaubt, also nicht machen, Leute, ne? Aber mal angenommen, ich würde jetzt auf YouTube einen Film hochladen, ne? Dann ist es so, dass ich dafür haften muss. Logisch, ne? Weil ich hab's ja hochgeladen. So, wenn Artikel 13 eingeführt wird, ist es aber so, dass nicht mehr ich dafür haften muss, sondern YouTube, also das Unternehmen. Und das hört sich natürlich erstmal an, wuhu, geil, ist ja Bombe, ne? Ich kann Fehler machen und YouTube zahlt, geht auf deren Nacken, könnte man also sagen. So, auf deren Nacken. Aber Leute, so einfach ist das auch nicht, weil YouTube möchte natürlich nicht meine Rechnung übernehmen, YouTube möchte auch nicht deine Rechnung übernehmen. Und das heißt, so wird das nicht mehr funktionieren. Denn YouTube wird dann sagen, wir führen Upload-Filter ein. Und diese Upload-Filter werden einfach alles rausfiltern, was nur geht. Das heißt, es läuft beispielsweise Copyright-Musik im Hintergrund von, was weiß ich, Justin Bieber oder sonst wem. Bei mir im Video-Hintergrund, also im Hintergrund einfach so. Dann wird es gesperrt. Es ist irgendein Copyright-Bild, sonst was, irgendwas im Hintergrund in meinem Video. Dann wird es gesperrt. Wenn ich auf Snapchat, Instagram, Snapchat, sonst irgendwo was hochlade, wo einfach irgendwelche Copyright-Sachen im Hintergrund stehen, es wird gesperrt. Also es wird alles Mögliche gesperrt, Leute. Und das ist doch nicht cool. Das hat auch nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun. Es hat auch nichts mehr mit dem alten YouTube zu tun. Und einfach nur, weil sich Leute im EU-Parlament dachten, ey, das wäre doch mal eine klasse Idee. Aber Leute, wie gesagt, das ist keine klasse Idee, weil wenn das eingeführt wird, dann können sich eigentlich die meisten Leute von YouTube verabschieden, sowohl Creator als auch Zuschauer, weil dann ist YouTube eigentlich nur noch eine Plattform für große Unternehmen, wie beispielsweise jetzt RTL. Das heißt, die können dann ihre Folgen Hilf mir hochladen auf YouTube und selbst die müssen dann aufpassen. Aber ja, so im Grunde kann man sich dann YouTube in der Zukunft vorstellen. Das heißt, alle Lernvideos würden gelöscht werden auf YouTube. Zum Beispiel ich in meiner Abi-Zeit, weil ich habe vor 2 Jahren mein Abi gemacht, habe auch sehr viel mit YouTube gelernt. Und das wäre auch nicht mehr möglich, wenn ich irgendwas mal nachschauen will. Irgendwelche Tutorials oder sonst was. Alles gelöscht. Ich muss ehrlich sein, das macht mich wirklich traurig und deshalb habe ich auch in den letzten Tagen so ein bisschen drüber nachgedacht. Noch ist es vielleicht nicht zu spät, vielleicht, Leute, die Betonung liegt auf vielleicht, denn es gibt eine Petition und diese Petition richtet sich halt gegen Artikel 13 und ich habe sie schon unterschrieben. Ich werde euch den Link nochmal in die Beschreibung packen und das heißt, es kann im Grunde so sein, dass YouTube bald den Bach untergeht, wenn das eingeführt wird. Es sieht momentan wirklich nicht gut aus und ich hoffe natürlich, dass das nicht der Fall sein wird. Also Leute, schaut mal in die Beschreibung und ihr könnt gerne bei der Petition teilnehmen, einfach unterschreiben und dann tut ihr schon was dagegen. Ihr könnt mir gerne noch auf Instagram folgen, da habe ich auch ab und zu mal was zu dem Thema gesagt, beziehungsweise werde dazu was sagen. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein und ciao.